was ist hier passiert? Sheriff Perkins! Das Flugzeug ist direkt dagegen gekracht. Es hätte mich beinahe erwischt. Der Typ da hat mir das Leben gerettet. Aber langsam, mein Sohn, langsam. Sind Sie verletzt? Nein. Ich glaube, irgendein Trümmerteil hat mich gestreift. Warum löschen die Jungs das Feuer nicht? Sie haben es aufprallen sehen? Nur worauf? Weiß ich auch nicht, aber was immer dieses Ding ist, es ist verdammt groß. Es ist wie eine Wand. Man kann sie nur nicht sehen. Rusty! Rusty! Ich glaube nicht, dass er sie hört. Ach Gott. Alles okay bei dir? Ich kann dich nicht hören. Geh da lieber weg, Linda. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Wieso Chester's Mill? Wieso wir? Vielleicht werden wir ja bestraft. Was? Du bist eine gute Polizistin. Aber es gibt eine Menge, wovor ich dich in diesem Ort versucht habe, zu beschützen, Linda. Und das wäre? Vor einem knappen Jahr trat man an mich heran wegen... Duke? Meine Wurst! Ist es wieder dein Schrittmacher? Ah! Nein, Duke! 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 Hilfe! Officer verletzt! Officer verletzt! Hilfe! Duke, komm schon, bleib bei mir! Duke, bleib bei mir! Hilf, Duke! Wir haben mit Regierungsvertretern gesprochen, mit den Ordnungskräften, dem Militär. Niemand hat eine Ahnung, was hier vor sich geht. Eine Antwort am nächsten kommen wohl die Worte eines Wissenschaftlers, mit dem wir heute gesprochen haben. Er sagte uns, und ich zitiere, dies ist ein beispielloses Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Das sind keine tröstenden Worte, nicht für die Nation und auch nicht für die Welt. Und ganz bestimmt nicht für die Menschen in Chester's Mill, die offenbar eingeschlossen sind.